kommt man nun auf einen Gesetzentwurf, der tatsächlich zuverlässig den Deutschen Bundestag endlich wieder auf 598 Mitglieder des Bundestages reduzieren würde. Was unser Antrag schon zur Wahl 2021 geschafft hätte, AfD wirkt, wenn auch verspätet, endlich mal. Ausnahmsweise wurde es, weil es so evident und offensichtlich ist, dass diese beiden Anträge praktisch deckungsgleich sind, nicht mal mehr geleugnet. Die CDU hat es der Koalition natürlich noch vorgeworfen, ihr kupfert hier bei der AfD ab und wollt das auch jetzt noch durchbringen. Tja, mein lieber Herr Amthor, der das gesagt hat, AfD wirkt halt an dieser Stelle. Gute Ideen wirken irgendwann. Irgendwann ist es unumgänglich, unsere Ideen und Anträge um- und durchzusetzen. Aber natürlich macht die Chor einen eigenen Antrag. Echtes Plagiat. Aber das soll uns egal sein. Liebe Klartextfreunde, es ist der 27. Januar 2023. Ich komme direkt aus der Debatte im Deutschen Bundestag und möchte Ihnen wie immer berichten in diesem Klartextformat von der Debatte zum Bundeswahlgesetz. Gleich dazu etwas mehr, aber in einem vorweggenommenen Ceterum censeo, weil es wichtigere Dinge gibt als das Bundeswahlgesetz. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass keine Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden sollten, wie oder gar, dass Russland der Krieg erklärt werden sollte, wie es unsere völlig unerfahrene, man könnte auch sagen, dumme Bundesaußenministerin Baerbock vor 2 Tagen im Europarat in Straßburg getan hat, wörtlich: We are fighting a war against Russia. Wir führen einen Krieg gegen Russland. Klarer geht es nicht. Und sie hat es natürlich auch so gemeint, auch wenn ihr Außenministerium es diesen unglaublichen, maximalen Fauxpas zurückholen wollte. Es war so gemeint, auch wenn sie es natürlich flapsig in dem Fall mal ausnahmsweise ohne Skript gesagt hat. Unglaublich. Natürlich ist so etwas wichtiger. Natürlich ist auch wichtiger, dass uns Leute in den Krieg schicken, die allesamt ungedient sind. Wie diese Dame, wie praktisch das gesamte Kabinett. Oder ausgemustert wie Anton Hofreiter oder Fahnenflüchtiger wie der CDU-Politiker Mario Chaya oder sonst wie völlig unerfahren. Alle die, die nicht an die Front müssen, wollen, dass deutsche Waffen und wenn es schlecht läuft, demnächst noch mehr an die Front geschickt werden. Das ist alles unsäglich und natürlich ist das wichtiger als eine Wahlrechtsreform. Fast alles ist wichtiger. Wichtiger ist auch, dass unsere allseits geliebte EU uns demnächst Insekten fressen lassen will mit Chitin. Inhaltsstoffen, die zumindest hochallergen sind und wenn es schlecht läuft, auch Tumore und Krebs auslösen. Alles das läuft heutzutage unter ja, guter Agenda 2030, Nahrungsmittelpolitik gegen den Armut, gegen den Hunger in der Welt und unter absurder Gesundheitspolitik. Lauterbach hätte es nicht besser machen können. Das kommt aber von der UNO, wir berichten da in einem anderen Klartext dazu. Heute soll es tatsächlich um diese 2 Gesetzentwürfe gehen. Einmal der Koalition 5370, Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und völlig gleichnamig Gesetzentwurf der AfD, Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, das Original ist von der AfD und wurde in dieser Form mehrfach seit 2019 eingebracht in den Deutschen Bundestag. Immer und immer wieder abgelehnt, am Anfang als Antrag, dann als Gesetzentwurf. Und nun, oh Wunder, nachdem das Bundesverfassungsgericht es von mehr als 8 Jahren verlangt hat, kommt man nun auf einen Gesetzentwurf, der tatsächlich zuverlässig den Deutschen Bundestag endlich wieder auf 598 Mitglieder des Bundestages reduzieren würde. Was unser Antrag schon zur Wahl 2021 geschafft hätte, AfD wirkt, wenn auch verspätet, endlich mal. Ausnahmsweise wurde es, weil es so evident und offensichtlich ist, dass diese beiden Anträge praktisch deckungsgleich sind, nicht mal mehr geleugnet. Die CDU hat es der Koalition natürlich noch vorgeworfen, ihr kupfert hier bei der AfD ab und wollt das auch jetzt noch durchbringen. Tja, mein lieber Herr Amthor, der das gesagt hat, AfD wirkt halt an dieser Stelle. Gute Ideen wirken irgendwann. Irgendwann ist es unumgänglich, unsere Ideen und Anträge um- und durchzusetzen. Aber natürlich macht die Chor einen eigenen Antrag. Echtes Plagiat. Aber das soll uns egal sein. Es ist letzten Endes dasselbe. Das heißt, mit wenigen Abstrichen, die bei uns etwas anders sind, ist es schon absehbar, dass es eine Mehrheit geben wird für den Gesetzentwurf der SPD, Grünen, FDP. Heute am 27. Januar war die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs und anderer Anträge zu diesem Thema. Und wenn Sie dieses Video sehen, ist es noch vor der 3. Lesung, das heißt vor der Abstimmung, die wahrscheinlich namentlich stattfindet. Da sind wir dann ganz gespannt. Anfang Februar wird diese namentliche Abstimmung im Bundestag wahrscheinlich stattfinden und vermutlich werden die Gesetzentwürfe auch nicht groß umgeschrieben. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sie umzuschreiben. Wir stehen vor dem Problem,
ja, staatstheoretisch, wie setzt man Wählerstimmen in Mandate um? Und das ist durchaus gar keine so triviale Frage. Trivial wäre es nur im Rahmen einer direkten Demokratie. Dicke Klammer auf, die einzigen, die direkte Demokratie permanent fordern, auch jetzt gerade wieder in Form von Anträgen, ist die AfD-Fraktion. Das wäre die direkteste Umsetzung des Wählerwillens in Politik. Aber das wird uns ja nicht richtig zugestanden. Es gibt den Filter des Deutschen Bundestages, es gibt die repräsentative Demokratie. Sie war noch nie perfekt. Es ist auch nicht ganz einfach, sie ganz perfekt zu kriegen. Ich erinnere an US- oder englische Zustände, in denen kleine Parteien, weil halt dieses Mehrheitswahlrecht gilt, selbst bei 20% so gut wie keine Sitze in den Parlamenten bekommen. Die USA haben traditionell ein Zwei-Parteien-System aus diesem Grund. In England gab es lange die Liberal Democrats, die bis zu 20% hatten und so gut wie keine Sitze im Unterhaus. So ist das nicht ganz so einfach. Es gibt in den Ländern ganz schwierige Wahlgesetze. Und in Deutschland im Bund, auf Bundesebene müssen verschiedene Kriterien übereinander gebracht werden. Man will ein Verhältniswahlrecht haben. Das heißt, auch kleine Parteien sind, sofern sie über der 5%-Hürde sind, repräsentiert im Deutschen Bundestag entsprechend ihrem Stimmanteil. Ungefähr entsprechend ihrem Stimmanteil. Gleichzeitig sind aber die Hälfte der Mandate, also künftig wieder, endlich wieder, 299 von 598 Wahlkreismandate, die der Wahlkreisgewinner Stand heute und schon seit 1949 dann innehat. Auch wenn er nur ganz knapp gewinnt, meinetwegen mit 21 zu 22%. Was durchaus ab und zu vorkommt in einzelnen Wahlkreisen, sind eigentlich schwache Gewinner, aber es sind Gewinner und sie sitzen dann im Deutschen Bundestag, so war es seither. Das zu kombinieren führte, besonders in den letzten Jahren, Sie wissen das alle, zu massiven Überhangmandaten und weil auch der regionale Bundeslandsproporz gewahrt werden muss, auch zu Ausgleichsmandaten. Und das führt zu der unsäglichen Situation, 736 Bundestagsabgeordnete, ein Viertel mehr als die Normgröße. Unser Antrag hätte das 2019, 20, sogar 21 noch verhindert, schon für den jetzigen Bundestag. Nun aber doch mit einer gewissen Hoffnung, dass es A durchgeht und auch B vom Verfassungsgericht hält, dieser Vorschlag, AfD-Vorschlag, den sich die Ampel letztlich zu eigen gemacht hat, und einen Tod muss man sterben. Man kann nicht das perfekte Verhältniswahlrecht haben, das gleichzeitig personalisierte Verhältniswahlrecht und eine Normgröße des Deutschen Bundestages. Diese drei Randbedingungen sind logisch und mathematisch unmöglich zusammenzubringen. Das heißt, irgendwo muss man kappen. Und wenn man das Ziel hat, die Mandatsgröße zu kappen, dann ist eben das eine gegebene Größe, 598 Mandate, Zielgröße ab 2025 wieder. Und natürlich muss auch das Verhältniswahlrecht in reiner Form umgesetzt werden. Wir wollen keine angelsächsischen Verhältnisse. Das heißt, wir wollen den Proporz der Stimmen zu den Mandaten erhalten und haben. Das ist alles eigentlich ein Selbstläufer, unumstritten. Es muss das Primat des Verhältniswahlrechts geben. Aber da sind nun aus opportunistischen und nicht aus hehren staatsrechtlichen Gründen, wie das die Union da vorgeschlagen hat, plötzlich ganz andere Argumente noch at work. Aber fangen wir an, bevor wir zu dem Unionsantrag kommen, ein wirklich schwacher Antrag, zu dem ich gleich komme, fangen wir an mit dem Antrag der Linken. Denen fiel zu diesem ganzen Thema nur eines an. Zeit für ein Wahlalter ab 16 Jahren. Also glatt Thema verfehlt, das ist das Einzige, was den Linken zu diesem gesamten Top-Tagesordnungspunkt einfiel. Tja, warum fiel den Linken dazu nichts ein? Weil sie letzten Endes unbeteiligt sind. Sie gewinnen tatsächlich Direktwahlkreise, aber derzeit noch sogar bei 4,8%. Das heißt, bei ihnen würde nichts gekappt. Es würde kein schwacher Wahlkreis-Direktgewinner gekappt, weil sie ohnehin etwas mehr Listenstimmen hätten. Und im letzten Deutschen Bundestag, in diesem Deutschen Bundestag sitzen die Linken ja auch nur wegen der Sonderregel der drei Direktmandate, weil es nun mal extrem Antifa-versiffte Wahlkreise hier in Berlin und auch in Leipzig gibt und auch wirklich nur da, die mit hauchdünner Mehrheit gewonnen wurden von den Linken. Und nur deshalb sitzt diese 4,8%-Partei überhaupt noch hier. Und deshalb interessiert sie eigentlich diese Detailtiefe des Wahlrechts nicht, weil es ihr nur auf ihre Sonderregel ankommt, die aber tatsächlich jetzt mit dem neuen Wahlrechts, mit der Novelle nicht in Frage gestellt wird. Deshalb mussten sie irgendwas bringen und ihnen fiel ein Wahlrecht ab 16. Die Grünen würden es wohl gut finden, das macht aber die Koalition demnächst ohnehin. Kann sogar kommen mit der Wahlrechtsreform, die jetzt auf dem Tisch liegt. Das wissen wir erst, wenn dieses Video abgesendet ist. Also, Linken können Sie hier vergessen. Das heißt Union. Und die Union hat hier eine schöne Überschrift gewählt. Wahlrechtsreform Bundestag verkleinern. Und das ist schon der erste Treppenwitz. Wer die Debatten, und ich habe das verfolgt,
der Kommission, die seit 2018 mindestens tagt und die Debatten verfolgt, die schon seit dem Verfassungsgerichtsurteil von 2015, glaube ich, toben. Wer die verfolgt hat, der weiß, dass der einfachste Weg, den Bundestag zu verkleinern, wenn auch nicht auf 598, der wäre, die Direktwahlkreise zu vergrößern und so natürlich automatisch die Hälfte der Mandate zu schrumpfen, also von 299 auf zum Beispiel 200. Und dann wäre der Bundestag automatisch 400 oder meinetwegen auch 500 groß. Alles gut mit den Listenkandidaten. Aber das ist nicht gewollt. Und gewollt war es ganz besonders nicht von SPD und vor allem von der Union und da vor allem von der CSU. Die wollten das überhaupt nicht, aus rein opportunistischen Gründen. Es gibt natürlich auch ein paar staatsrechtliche Gründe, zu denen komme ich gleich, ein paar theoretische. Aber das und nur das ist die Motivation der Union, die Wahlkreise nicht einzuschränken und auch nicht die Wahlkreise Stimmen in irgendeiner Weise zu kappen, was ja der Vorschlag im Gesetzentwurf ist. Also inhaltlich ist es so, dass nicht mehr jeder Wahlkreis direkt Gewinner in den 299 Wahlkreisen automatisch im Bundestag sitzt. Die sehr schwachen Kandidaten, die potenziell einer Partei zugehören, die mehr direkt Wahlkreise gewonnen hat, als sie ihr nach dem Proporz der Zweitstimme, der Listenstimme zusteht, die würden eventuell nicht im Bundestag einziehen. Das wären potenziell vor allem solche mit 18 bis 22, 25% der Stimmen, also recht schwache Wahlkreisgewinner. Aber klar, dann ging das Geschrei los. Das kann ja nicht sein. Direkt gewählte Kandidaten seien doch der Garant für Bürgernähe. Und liebe Union, macht euch doch nicht lächerlich. Eure eigenen Kandidaten, egal ob Liste oder Wahlkreis, selbst wenn sie ihren Wahlkreis seit 20 Jahren mit 60% gewinnen, auch das gibt es noch irgendwo im tiefsten Bayern oder Niedersachsen, gab es zumindest mal. Die sind auch nicht unabhängiger. Die sind zu 100% auf Linie. Ich habe fast keine Ausnahme erlebt in den letzten Jahren. Tut doch mal nicht so, als ob die Bürger näher wären. Ihre Ergebnisse werden ebenso wie bei allen anderen zu 90% vom allgemeinen Parteiabschneiden in diesem Wahlkreis, in dieser Region determiniert. Ihre eigene persönliche Leistung macht noch plus minus 5% aus und sie sind in keiner Weise unabhängig von der Fraktionsdisziplin. Es gibt keinen bürgernäheren Direktkandidaten als Listenkandidaten. Das ist ein reiner Mythos. Und wenn ihr hier schreibt, das schmälert doch die Bedeutung von Wahlkreisabgeordneten, dieses neue Gesetz der Ampel, dann ist es einfach lächerlich. Also ihr überhöht euch mit den Direktmandat mit den Wahlkreismandaten, das ist der opportunistische Hintergrund. Und das macht er natürlich deshalb, weil es halt nun mal derzeit in vielen Regionen Deutschlands noch, muss ich sagen, die Union ist, die halt vorne liegt. Wärt ihr nicht überproportional Wahlkreisgewinner in Bayern und in einigen anderen Regionen Deutschlands, dann würdet ihr das nicht so fordern. Es ist reiner Opportunismus. Und deshalb, wenn hier wirklich Dinge steht, Politikverdrossenheit und eine sinkende Akzeptanz der repräsentativen Demokratie, heul, heul, wenn einzelne, ganz wenige Erstkreis Mandate nicht zum Zug kämen. Leute, die Politikverdrossenheit und die sinkende Akzeptanz hat völlig andere Gründe in dieser unserer Republik. Tut doch mal nicht so. Und Herr Amthor hat dann noch ein Beispiel gebracht für die Union. Philipp Amthor, ein Bewerber, und das war ein Realbeispiel, zum Beispiel der SPD, der beim letzten Mal in Chemnitz 25,1% hatte und damit knapp vor dem AfD-Kandidaten diesen Wahlkreis gewonnen habe, der käme doch nach dem SPD-eigenen Modell künftig nicht mehr in den Bundestag. Tja, wäre er aber ein parteiunabhängiger Kandidat und würde 25,x% gewinnen, dann würde er in den Bundestag einziehen. Das sei doch unfair. Und ja klar, rein theoretisch ist das unfair, aber es ist halt purste Theorie. Herr Amthor, zeigen Sie mir doch den fraktions- und parteiunabhängigen Direktkandidaten, der mit der Erststimme in irgendeinem deutschen Wahlkreis in den letzten Jahrzehnten mehr als 5% geholt hat oder gar 10 oder gar wirklich in die Nähe eines Wahlkreissieges gekommen wäre. Das ist nicht unter 18-25% zu haben. Nicht mal 5. 5 ist schon sensationell für einen parteiunabhängigen Kandidaten. Vielleicht kommt mal 10% vor in absoluten Ausnahmefällen. Es gibt diesen Kandidaten, den Sie hier im Beispiel gebracht haben, Herr Amthor, nicht. Es gibt ihn nicht. Es ist reinste Theorie und es wird ihn auch nicht geben, weil die Parteien eben leider, da kann man bedauern, alles dominieren. Klammer auf, nur zu ändern über direkte Demokratie. Machen Sie sich mal stark dafür, Herr Amthor, wenn Sie so bürgernah sein wollen.
Die Union hat nicht mal es geschafft, nach einem Jahr Debatte, eigentlich nach 9 Jahren Debatte, einen Gesetzentwurf zu schreiben. Es ist nur ein popliger Antrag, in der die Regierung aufgefordert wird, irgendwie ein neues Gesetz vorzulegen, die Anzahl der Wahlkreise auf 270 zu reduzieren. Ach nee, sogar das, dieses winzige, was eigentlich am Ende den Bundestag nur um 20 Mann verkleinern würde, die Reduktion auf 270, das ist ungefähr die Hochrechnung, 20 weniger dann am Ende. Selbst das hat die Union jahrelang verhindert, zusammen mit den mit der SPD. Das waren die beiden, die das nicht gemacht haben. Jetzt plötzlich, nur wenige Monate nach Amtsabgabe, nach Regierungsabgabe, schreibt man das plötzlich hier rein, als habe man 16 Jahre nicht regiert, als habe man 16 Jahre nicht Zeit gehabt, genau das umzusetzen. Gleichzeitig würde man die Regelgröße für Listenmandate auf 320 erhöhen. Das ist auch nicht wirklich fair. Damit werden dann die Listenkandidaten sehr viel stärker. Und warum das ausgerechnet die Union fordert, ist dann auch nicht so klar, denn das wächst natürlich den Bundestag wieder auf. Also das ist alles Opportunismus pur, was hier stattfindet von der Union, nicht ernst zu nehmen. Und trotzdem werden sie nochmal in der dritten Lesung, die demnächst noch kommt, nach Aussendung dieses Videos, um den 9., 10. März, Februar herum, werden Sie dann ganz staatstragende Reden der Union hören, die Ihnen sagen, wie ungerecht das alles ist und dass man jetzt nach Karlsruhe marschiert. Ich glaube nicht, dass es am Ende Karlsruhe kassieren wird. Erstens hat Karlsruhe selbst eine solche Reform angemahnt, vor 8 Jahren schon. Und zweitens weiß auch Karlsruhe rein mathematisch logisch, dass es am Ende einen Tod sterben muss und irgendwo ein Prinzip aufgeben muss. Und dann muss, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, das Verhältniswahlrecht das Primat haben. Das Kriterium Proportionalität der Stimmen zu Mandaten muss absolut oberste Priorität haben. Nur dann kommen alle Parteien einigermaßen zum Zug und wir kriegen keine angelsächsischen Verhältnisse. Auch das steht alles bei uns im Gesetzentwurf. Auch in diesem Gesetzentwurf bleiben Sie am Ball. Hören Sie sich die dritte Lesung an. Warten Sie auf das Urteil aus Karlsruhe. Der dritte Grund, warum ich glaube, dass es in Karlsruhe hält, ist, dass mehr und mehr Richter inzwischen rot-grün besetzt sind. Und das kann man an anderer Stelle bedauern, aber an dieser Stelle ist es ja nun ein Ampelgesetz, was bestätigt oder verworfen werden soll. Und ich ahne, dass das in Karlsruhe dann halten wird. Ich glaube zumindest nicht, dass es auf ein vorläufigen Stopp hinausläuft. Das heißt, wenn ein Urteil kommt, dann wahrscheinlich erst nach der Wahl 2025. Rechnen Sie also immerhin 2025 dann mit diesem Wahlrecht. Dann besteht eine echte Chance. Und die AfD hat sich immer dafür stark gemacht, seit dem ersten Grundsatzprogramm 2016, dass der Bundestag endlich wieder 598 Mandate bekommt. AfD wirkt. Wir haben das zuerst gefordert. Wir haben zuerst das Gesetz geschrieben. Es ist nur abgekupfert, aber es ist immerhin so gut abgekupfert, dass wir uns zumindest enthalten werden. Wir schauen mal die endgültige Version an, die jetzt heute noch nicht bekannt ist. Aber das ist das AfD-Gesetz. Und wir, uns haben sie zu verdanken am Ende des Tages, dass sich endlich Ratio durchsetzt an dieser Stelle und der Bundestag seine Normgröße erhält. Immerhin, wir haben ungefähr 2 Milliarden Ersparnis errechnet, seitdem wir das zum ersten Mal vorgeschlagen haben, wenn also entsprechend anders gewählt worden wäre in 2017 und 2021 und hoffentlich dann 2025. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Glocke, Ihr Peter Böhringer.